Er war einst der beliebteste Hund in England und geht vermutlich auf Neufundländer, Labradore, Setter und Collies zurück. Die Rede ist vom Flat-Coated Retriever. Hi, ich bin Samira und finde eine verantwortungsvolle Auswahl des Hundes sehr wichtig. Denn hier geht es um ein Lebewesen. Und jede Rasse bringt ihre Geschichte und damit auch gewisse Eigenschaften mit und die müssen einfach berücksichtigt werden. Heute im Rasseporträt der Flat-Coated Retriever. Hierbei handelt es sich um eine relativ junge Rasse und die heißt auf Deutsch in etwa Apportierhund mit flach anliegendem Fell. Sie entstand gegen Ende des 19. Jahrhunderts in England. Das Zuchtziel war ein harmonisch gebauter, temperamentvoller und leichtführiger Jagdhund, der sich vor allem für das Apportieren von erlegtem Wild im offenen Gelände und aus dem Wasser eignet. Die Rasse wurde dann aber von Labrador und Golden Retriever von ihrer Spitzenposition verdrängt, erlebt aber gerade tatsächlich ein kleines Comeback. Der elegante Hund ist lebhaft, arbeitsfreudig und für aktive Menschen geeignet. Die sensiblen Hunde brauchen aber souveräne Menschen, auf die sie sich verlassen können. Er ist leichtführig, anpassungsfähig und macht mit seinem freundlich angenehmen Wesen auch Hundeanfängern mit ein wenig Erfahrung Freude. Er ist lernwillig, kinderlieb und noch nicht so überzüchtet wie so manch anderer Modehund. Ich habe tatsächlich noch nie einen Flat-Coated Retriever gesehen, nur tatsächlich einen Mix. Wie sieht es da bei euch aus? Der Flat-Coated Retriever braucht Bewegung, Auslauf und kognitive Beschäftigung. Mit einer sehr guten Nase und als zuverlässiger Portierhund eignet er sich für viele Hundesportaktivitäten, für den Jagdgebrauch, aber auch als Blindenführ- und Rettungshund. Er kann durchaus in der Stadt gehalten werden, fühlt sich aber auf dem Lande etwas wohler. Er tummelt sich gerne in Gewässer und ist sehr auf seine Menschen bezogen. Sag mal, kennt ihr eigentlich diesen bösen YouTube-Algorithmus, von dem alle sprechen? Wollen wir dem nicht einfach mal eine kleine Freude bereiten? Das ginge ganz einfach zum Beispiel mit einem Abo, um auch keine Videos mehr zu verpassen. Oder auch einem Like, um ihm zu zeigen, dass euch das Video gefallen hat. Und das meine ich natürlich ganz uneigennützig. Der Flat-Coated Retriever ist ein Hund für sportliche Menschen, die sich gerne in der Natur aufhalten und mit ihrem Hund etwas unternehmen wollen. Das schlichte Langhaar braucht kaum Pflege und bis auf eine leichte Anfälligkeit für Hüftgelenksdysplasie sind keine rassetypischen Krankheiten bekannt. Ihr habt noch nicht genug von Retrievern? Was kann ich euch denn da eigentlich anbieten? Vielleicht den Labrador Retriever? Oder vielleicht doch lieber den Golden Retriever? Ach, was soll's. Schaut euch doch einfach gerne beide Videos an und teilt eure Meinung gerne in den Kommentaren, haltet die Ohren steif, die Nasen feucht und verpasst nicht das Video eines weiteren klassischen Retrievers, dem Chesapeake Bay Retriever.